Einen wunderfröhlichen Patrick hier. Im Rahmen meiner Analogfotografie-Videoreihe habe ich wieder normale Point-and-Shoot-Kamera mal im Gepäck. Die habe ich beim. Wisst ihr was? Das erzähle ich einfach nachher. Also dann, bis gleich. Unten schon gesehen hat, geht es um die Prima AF8. Eine ganz einfache, stinknormale Point-and-Shoot-Kamera ohne einen großartigen Schnickschnack. Man macht hier einfach, ist es hier bloß ein bisschen abgerieben, dieses Rad, zack, auf und schon ist man im Automatikmodus, kann ein Foto machen. Ist überhaupt eine Batterie drin? Ja. Ja. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht direkt in die Augen geblitzt. So. Dann Blitz an, Blitz aus, Zeitautomatik bzw. Selbstauslöser. Entschuldigung. Und das war's. Mehr gibt es dazu nicht zum Sagen. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao. Nein, Quatsch, natürlich nicht. gebaut in den 90ern, wie die meisten Point-and-Shoot-Kameras. Ganz simpel gehalten und ich habe sie bei uns im Zack-Kaufhaus her. Das ist bei uns im Wertstoffhof in Sonthofen und die haben da aus den Sachen, die man so wegwirft, holen sie sich die brauchbarsten Sachen raus. Teilweise ein bisschen renovieren bzw. ein bisschen aufhübschen, sofern es nicht zu viel Arbeit ist. Und ja, verkaufen die wieder. Finde ich wahnsinnig gut. Der Erlös geht keine Ahnung wohin, auf jeden Fall gemeinnützig. Und finde ich eine gute Idee. Und da habe ich diese Kamera für den horrenden Preis für 2 Euro bekommen. Da ich sie noch nicht in meiner Sammlung habe, habe ich gedacht, komm, nimm sie mit. Den Sucher finde ich wahnsinnig groß, der ist wahnsinnig hell. Dann würde ich doch einfach mal sagen, machen wir doch einfach mal einen Film rein und machen einfach mal schöne Fotos. Ich werde euch da videotechnisch nicht mitnehmen, sondern einfach bloß die schönsten Fotos mal präsentieren. Und beim Resümee sehen wir uns dann wieder, würde ich sagen. Also dann, bis gleich. Ciao. Ja, bei uns im Allgäu hat es endlich mal geschneit. Ungefähr 2 Wochen vor Weihnachten. Ja, schauen wir mal, ob er auch liegen bleibt. Jetzt werde ich mir mal die Canon einpacken. Und ich muss noch ein bisschen was beim Baumarkt besorgen. Ich mache immer Fotos, wenn ich einkaufen gehe. Ist euch das schon mal aufgefallen? Naja. Und schauen wir mal, was wir da rauskriegen. Die einen Fotos waren ja bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, den Film werde ich heute nicht voll bekommen, aber das macht nichts, das macht nichts. Ich haue euch einfach jetzt mal die Bilder rein, urteilt selber. Video werde ich dazu keins machen, weil bei einer Point-and-Shoot-Kamera, wo man nicht viel einstellen kann, ist es halt dann schon ein bisschen, ja, sag ich mal, ein bisschen Quatsch, wenn ich da ständig ein Video mit reinbastle. Gell? Ich haue euch jetzt die Bilder rein und dann schauen wir mal, bei welcher Gelegenheit ich euch wieder beehre, wann ihr wieder was von mir seht. Bezüglich dieser Kamera eigentlich natürlich.
Ja, das war jetzt mein Video. Naja, mehr Foto als Video. Nee, das einigen wir uns darauf, das war meine Vorstellung der Canon Prima AF8. Eine wirklich schöne Point-and-Shoot-Kamera, leicht zu bedienen. Ich fand das hier vorne halt einfach genial. Hier mit diesem Rädchen, Schutz gleich drüber, wunderbar. Gefällt mir sehr gut. Und was ich halt bei den Point-and-Shoot-Kameras wirklich mag, ist einfach, die laufen mit stinknormalen Batterien. Die meisten, nicht alle natürlich, aber, oder einigen wir uns auf sehr viele, laufen mit normalen Batterien, ob es jetzt Doppel-A oder Triple-A sind. Das ist natürlich ein Vorteil. Wenn man natürlich noch Akkus benutzt, tun wir natürlich auch was für die Nachhaltigkeit. Muss man ja heutzutage immer wieder aufpassen. Ist halt so. Die Bilder sind okay. Die Bilder sind schön, haben mir gut gefallen. Und ja, momentan bin ich weniger auf Video. Habt ihr bei dem Video bzw. jetzt bei der Vorstellung gesehen. Ich habe momentan keinen Nerv dazu gehabt, da wirklich was aufzunehmen. Ja, ist halt so. Jeder hat seinen Hänger. Girl Beagles. Naja, ich hoffe dennoch, das Video hat euch gefallen. Und die Kamera kann man wunderbar in Urlaub mitnehmen. Klein, handlich, einfach zu bedienen, gibt keine Probleme. Also dann, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen nach oben ist eh klar. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich mit der Katze schmuse, wenn er schon wieder so anhänglich ist. Gell, Digga? Euch wünsche ich nach wie vor gut Licht und bis zum nächsten Mal. Ciao.